war's nicht. Ich war lieb. Es geht nicht gut. Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ich benehme mich jetzt. Ready. Klappe Meng, die erste. Bruno, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 5 Stunden. Ihr müsstet die Live-Demo nach hinten verschieben. Gibi, hör jetzt auf. Geh nach Hause. Geh Panflöte spielen. Liebe Annette, schön, dass du bei uns in der Schweiz bist. Ich danke dir, dass ich hier sein darf. Es ist mir immer eine Freude, hier zu sein. Du bist ja die ganze Woche da, ja, und hast Einzelsitzungen, heute Abend einen Vortrag, ja, und am Wochenende Seminar. Genau. Volles Programm. Volles Programm. Und gefällt es dir in der Schweiz? Es gefällt mir immer sehr gut in der Schweiz. Ich finde die Schweiz mega schön. Es ist einfach so, jetzt müssen die Deutsche weghören, sorry. In der Schweiz ist einfach die Spiritualität und die Materialität vor allem so ein paar Schritte voraus in Deutschland. Ich kann hier ganz anders da arbeiten. Es ist für mich immer eine Freude, hier zu sein. Mhm. Und auch die Menschen hier, die ich sehr offen erlebe und immer mir sehr herzlich begegnen. Also ich muss sagen, die Schweiz macht es mir immer sehr leicht, immer wieder zu kommen. Ach, schön. Und das Team der Quelle eh. Also es ist für mich immer wie ein zweites Zuhause, wenn ich hier sein darf. Ach, schön. Wir freuen uns auch immer, wenn du kommst. Schön. Wird alles schön pink. Es wird immer pinker. Pink ab der Quelle. Auch die Blumen heute für dich. Sehr schön. Ich habe dir ein paar Fragen, die mich selber auch brennend interessieren. Du hast dich bereit erklärt, kurz vor dem Vortrag noch meine Fragen zu beantworten. Ja. Vielen Dank. Sehr gerne. Meine erste Frage, du arbeitest ja als Medium. Ja. Wenn jetzt jemand gar nicht weiß, worum es da geht, wie würdest du das erklären, diese Arbeit als Medium? Ich spreche mit den Toten, kurz und knackig. Also ich gebe Jenseitskontakte mit Verstorbenen. Mhm. Ich kann Energien lesen, das heißt, ich lese Aura. Aura ist ja auch ein Energiefeld und Geistheilung ist bei mir ein Thema. Wie ist das für dich, einen Geistführer im Leben zu haben? Also vor allem auch beruflich oder auch privat oder vermischt? Also mit meinem Geistführer, der ist schon speziell, Gibi heißt er, der peruanische König. Ich muss es jetzt sagen, sonst kriege ich später Ärger. Es ist für mich keine Trennung mehr. Also er ist immer an meiner Seite. Du darfst dir das vorstellen, wie dein bester Freund ist es letztendlich für mich. Es ist nicht immer einfach, weil mein Geistführer sehr darauf erpicht ist, dass ich meinen Weg als Medium gehe. Also ich sage immer, mein Geistführer ist der einzige Geistführer als Ego, mit Ego. Wie ist das für mich? Das heißt, er ist immer präsent, ich bekomme immer Impulse von ihm, immer Informationen, also gerade in meiner Arbeit als Medium, wo er sehr präsent ist, wo ich ihn auch brauche. Er ist letztendlich für mich die Brücke ins Jenseits, der mir die Energie noch mit zukommen lässt, dass es einfacher wird mit dem Jenseits. Letztendlich sage ich manchmal, ich lebe das Leben meines Geistführers, es ist Leben am Limit. Also er ist immer da, du merkst ja hier im Interview, es falle immer mal wieder Sachen runter, ja, weil er liebt es, im Rampenlicht zu stehen. Und das ist auch das, warum ich immer auf der Bühne stehe, weil mein Geistführer viel zu erzählen hat. Ah, spannend. Also für alle, die Geistführer neu ist, Geistführer ist eine Energie, die dich durch alle Leben hindurch begleitet. Er ist für deinen Lebensplan verantwortlich, so wie bei mir, dass ich jetzt in diesem Leben es doch noch von der Bankerin zum Medium geschafft habe und meine Berufung lebe. Und das ist so dein Job, sein Job, immer wieder, dass du auf den Weg kommst und das tust, was du, so sagt man es immer, verabredet hast, in diesem Leben zu tun, was deine Aufgabe ist, was du in Heilung bringen möchtest. Ich bezweifle, dass ich alles unterschrieben habe in diesem Leben, aber er sagt immer, ich hätte. Spannend. Und kannst du sagen, wann das bei dir angefangen hat oder ist das gar nicht so klar? Doch, das kann ich dir sagen. Also letztendlich habe ich es mit auf diese Welt gebracht. Bei mir war es so, dass es als Kind mir sehr Angst gemacht hat, die Verstorbene zu sehen, wahrzunehmen. Ich habe es damals im Außen gesehen. Mhm. Ich bin nach einer ganz normalen Familie groß geworden.
Es war für mich schwierig, wenn ich nachts die Mama gerufen habe, wer die Menschen an meinem Bett sind und sie die Menschen nicht gesehen hat. Oh So ja. nach dem fünften Mal fand es die Mama auch nicht lustig, in der Nacht aufzustehen. Mir hat es Angst gemacht, dass ich Menschen sehe, die andere nicht sehen. Heute lache ich drüber, es war letztendlich Uroma und Uropa. Ich habe es dann wie zur Seite geschoben, weil es mir wahnsinnig Angst gemacht hat. Und so, ich sag mal, mit 35 konnte ich es nicht mehr zur Seite schieben. Also dann war die geistige Welt so aktiv, dass ich dann den Weg ins Medium gefunden habe. Wow. Das Thema Geistführer, er war schon immer da. Ich erinnere mich heute im Erwachsenenalter immer wieder an Frequenzen, wo er einfach schon da war. Aber auch ihn habe ich wie zur Seite geschoben dann als Kind. Ja. Und wie nutzt du deine Zeit oder gibt es Zeiten, wo Gibi jetzt nicht da ist? Gibt Nein. es gar nicht? Also es gibt manchmal Phasen, wenn er mich sehr an meine, also er bringt mich ja schon in die Entwicklung. Ich muss ja immer sagen, hätte ich ihn nicht an meiner Seite, wäre ich heute nicht Medium oder würde es nicht leben. Aber es gibt Momente, wo er wirklich extrem ist, wo er mich wirklich in eine Richtung schiebt, wo es mir manchmal zu viel wird. Dann, ne, sage ich wieder, er darf ausziehen. Ist wie in einer Beziehung, manchmal ist es kompliziert. Und dann findet er doch über andere wieder den Weg zu mir, dass dann jemand aus meinem Kollegekreis anruft. Hast du gerade Probleme mit Gibi? Er steht bei mir, ich soll vermitteln. Ja, also man muss aber auch sagen, wenn er nicht die Power und die Energie hätte, wäre ich sicherlich nicht von der Bankerin zum Medium gekommen. Würdest du in deinem Leben etwas anders machen, wenn du die Zeit zurückdrehen könntest? Nein. Weil alles in meinem Leben, wenn ich heute drauf gucke, hatte seinen Grund und war wichtig, auch die Zeit in der Bank, die damals sicherlich sehr schwierig für mich war. Ich war bis zum Management und als Frau in der Führungsposition in der Finanzbranche ist mega schwierig. Aber ich habe hier die Psychologie gelernt. Ich habe verstanden, wie die Menschen funktionieren. Ich habe viel über inneres Kind der anderen gelernt. Und deswegen kann ich heute sagen, nein, ich wollte nichts missen, weil all diese Entwicklungsstufen waren wichtig. Ich war zum Beispiel früher eher introvertiert wie extrovertiert. Das ist alles passiert in meiner Entwicklung. Daher ist es auch für mich mega wertvoll in meiner Arbeit, weil ich mich wirklich in jeden Menschen einfühlen kann, weil ich weiß, wie es ist. Ich hatte früher ganz viele Ängste, wo man mir heute nicht mehr ansieht, die ich Gott sei Dank in Leichtigkeit entwickeln konnte. Aber so habe ich das Gespür für die Menschen in alle Lebenslagen. Ja. Konntest du diese Ängste selber in Leichtigkeit umwandeln oder hast du auch jemanden gebraucht, der dich da unterstützte? Ja, also ich habe, als ich so Mitte 20 war, habe ich Mobbing erlebt in der Bank und bin da wirklich in eine Angsterkrankung gekommen. Hier habe ich den Weg der Therapie gewählt, wo ich auch wie geführt worden bin, wo ich hinkomme und habe die Therapie gemacht. Ich habe später in meinem Leben eine Coaching-Ausbildung gemacht, wo ich nochmal ganz viel Heilung erleben durfte und dann natürlich auf dem spirituellen Weg. Aber noch heute, wenn ich manchmal sehe, ich bin sehr reflektiert, würde ich sagen, aber manchmal gibt es im Leben Momente, weißt du, wo du es nicht auf die Metaebene schaffst, Dinge zu durchleuchten. Ah, da ist so, dass ich einen Kollegen anrufe, lass uns mal zusammen drauf gucken. Also das möchte ich einmal den Menschen mitgeben. Es ist keine Schande, mal Taschenlampe ins Leben zu holen und mal wieder alles zu durchleuchten, weil ich finde das sehr schade, dass in unserer Gesellschaft immer der Druck ist, man möchte alles selber lösen. Mir hat es ganz viel Heilung und ganz viel Weitblick geschenkt, das einmal zu durchleuchten. Spannend. Schön. Was würdest du sagen, ist so deine größte Leidenschaft? Was machst du sehr gerne? Es ist letztendlich doch die Medialität oder das meine Berufung zu leben. Für mich ist die Berufung, das bin ich. Ja, es gibt für mich nicht mehr Annette und Med, es ist alles eins. Und es ist für mich so die große Leidenschaft, diese Spiritualität von diesem Podest, wo sie all die Jahre hingestellt wurde, ist runterzuholen, gerade die Arbeit mit dem Geistführer, damit der Verstorbene und der Welt zu zeigen, es ist alltagstauglich und noch so Mission ist mit Leichtigkeit. Ja, also die geistige Welt ist Leichtigkeit pur und jeder, der mich kennt, weiß, wie gern ich lache. Und das möchte ich den Menschen mitbringen, dass es mal aus dieser Ecke rausgeholt wird. Ich muss fünfmal um den Baum rennen, drei Räucherstäbchen anbrennen, bis ich mit der geistigen Welt kommunizieren kann, sondern sie sind da und das mit Leichtigkeit. Oh, schön. Ja, es fühlt sich bei dir auch sehr locker, entspannt an und Ja. wirklich so total menschlich und Ja, bodenständig. weil sie sind ja immer noch so an die Jenseitskontakte. Man lacht in meine Kontakte und man weint, weil Heilung passiert. Also es passiert immer beides. Spannend. Würdest du sagen, hast du eine Macke? Oh ja. Pink up your life. Also manche würden meinen Pink als Macke bezeichnen, ne? Pink Spirit.
ich bin ein Mensch wie jeder andere. Das ist ja das, ne? In den Sitzungen oft erlebe ich das, wenn ich sage, naja, das Thema kenne ich wie du bist doch Medium. In der Welt ist immer noch so das Bild, dass man als Medium glückselig jeden Tag über die Welt rennt mit dem pupsenden Einhorn neben mir, das Schmetterlinge pupst. Das ist nicht so. Mhm. Ich habe meine Lernaufgabe in diesem Leben, die ich zu erfüllen habe. Das heißt, ich weiß, habe wohl Tage, wo es nicht so pinkig läuft und da habe ich sicherlich meine Macke, ja. Eine Macke ist von mir, wo man mir oft nicht ansieht auf der Bühne, dass ich vor einer Live-Demo mega nervös bin. Mhm. Und meine Mitmenschen viel Nerven koste, bis ich dann auf der Bühne stehe. Ah ja. Also sieht man das auch im Außen oder ist es wirklich innen aufgewühlt? Ist in mir, genau. Ja. Und hast du deine Beruhigungstaktik oder ein Ritual? Oder? Also Gibi übernimmt irgendwann. Ah, ja. Ja, also ich habe das Ritual vor der Demo, dass ich mich zurückziehe, nochmal mit der geistigen Welt verbinde, mich mit Gibi verbinde und sobald ich dann vorne stehe auf der Bühne, ist er präsent und übernimmt. Ja, Und hat das Thema Pink auch mit Gibi zu tun oder kommt das von dir? Das ist von mir, es ist so, ich sag mal, ab 30 hat sich bei mir Liebe zu Pink entwickelt. Erst war es nur pinke Schuhe und dann habe ich immer mehr so die Liebe zu Pink entwickelt und als Medium arbeite ich ja auf der Aura-Ebene und komme aus dem englischen Spiritualismus, bei dem Farben ganz wichtig sind, wo du als Schüler guckst, welche Farbe hat welche Bedeutung für dich und für mich steht Pink für Liebe und es ist so, ne? Das, was ich in die Welt abbringen will, diese Liebe und so Philosophie von mir. Und für mich ist Pink mittlerweile Lebenseinstellung, nicht nur eine Farbe, sage ich immer. Also eigentlich Lebenseinstellung, ja. Liebe. Dieses Liebe und diese Positivität, ich sage immer, sing Pink, die Dinge mit Leichtigkeit zu nehmen. Schön. Ich komme schon zur letzten Frage. Hast du oder Gibi für die Leute da draußen vielleicht so eine Weihnachtsbotschaft oder allgemein eine Botschaft? Er ist jetzt sehr aktiv. also die Botschaft ist, ich habe vor 3 Jahren, glaube ich, vor 2 Jahren in der Öffentlichkeit ein Trance-Speaking in Deutschland gegeben, das aufgenommen wurde, deswegen weiß ich die Botschaft. Es geht wirklich darum, dass wir in ein Wir kommen und das möchte ich den Menschen mitgeben, dass es gerade in der aktuellen Zeit, wo es sehr schwierig ist, wo es da draußen sehr für mich von der Energie aggressiv zugeht, dieses ja nicht mehr miteinander, wo es wirklich wichtig ist, dass ich bei mir bleibe und die geistige Welt möchte in ein Wir und die Menschlichkeit soll wieder zählen. Letztendlich ist dieser Prozess gerade da, den mir erlebe, dass diese Menschlichkeit wieder aufblühen darf, dass ich nicht irgendwo trenne, ne, also gerade die Thematik geimpft, nicht geimpft, sondern das ist, darum geht es gar nicht mehr, sondern es geht darum, dieses Miteinander wieder in einen Weg zu gehen, in die Klarheit und in die Selbstverantwortung. Die Botschaft ist so für mich, bleib bei dir und versuch das Positive in der Welt zu sehen. Ich habe Tage, da bin ich mega genervt von der aktuellen Situation, weil es halt an mich in Deutschland als Veranstalterin trifft. Mhm. Aber ich versuche in meinem Umkreis das Pinke wieder zu leben. Ja? Das heißt, wenn ich einkaufe gehe und sehe im Supermarkt die Kassiererin, wo ich dann einmal ein liebes Wort da lasse, wo ich sehe, die ist mega gestresst, ist in gerade schwierige Zeit, einfach mal Danke zu sagen. Also wo ich dann sage, danke, dass ich gerade in der Zeit einen Job mache. Oder vor kurzem habe ich einfach mal einen riesen Obstkorb bei meinem Hausarzt in das Team gebracht, einfach zu sagen, hey, ihr macht einen coolen Job gerade, danke für alles, dass ihr gesund bleibt. Ja, also diese Kleinigkeit. Und ich habe immer so die tiefe Philosophie, wenn jeder im Kleinen das tut, ja, dann macht der Nächste es vielleicht auch und vielleicht kommt es dann irgendwann ganz oben an, dieses Miteinander, diese Dankbarkeit und ja, die Liebe letztendlich. Mhm. Schön. Ja. Das war ein schönes Schlusswort. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke dir. Und bis bald hoffentlich. Bis bald, liebe Quelle. Tschüss. Ciao.